Hallihallo und Tüdelü zusammen. Willkommen zu einer neuen Runde hier in Power World. Zusammen mit mir, der Natzen und dem German Horror Guy. Hi! Hallo! Schruppnaldo! Da, jetzt geht's wieder los! Jetzt geht's wieder los, ja! Geht's wieder los, endlich! Wir haben ja gesagt beim letzten Mal, wir wollen hier runter an diese Küste. Abgelegenes Fischerdorf war das, genau. Und da wollen wir mal gucken. Das ist auch ganz gut, weil wir haben festgestellt, wir brauchen wieder endlos viele Feuerdrüsen. Wir brauchen Drüsen. Drüsen braucht die Welt. Drüsen braucht die Welt. Ich glaube, ich bin jetzt an der falschen Stelle raus. Ich bin jetzt einen zu früh raus. Ja. Du komm mal schnell, Natz. Oh Gottes Willen. Ich komm ganz schnell. Gott, was war das? Ich gehe hier auf jeden Fall schnell weg. Irgendwas greift mich hier an. Hier ist gerade was ganz Komisches passiert. Okay. Ich habe ein Pfeifen gehört und da hinten ist eine Truhe vom Himmel gefallen. Kein Scheiß. Ich lüge nicht. Da sind Leute, da sind irgendwelche. Und siehst du diese Wilderer. Komische Truhe und den Einschlagskrater da? Ich sehe das, ja. Wie krank ist das denn? Hey, wo kommt das denn her? Keine Ahnung, aber da sind irgendwelche Schützen, Wilderer Schützen. Warte mal. Haha. Ja. Komm, schmeiß mal auch ein bisschen raus hier. Oha! Oha, die haben ja richtig scharfe Muni. Oh ja. Sind das unsere? Ist das dein Buschi, der hier ist? Nein. Das ist nicht mein Buschi. Das ist nicht der Buschi. Das ist ein fremder Buschi. Fremder Buschi. Oha. Okay, mit den Wilderen haben sie gut aufgeräumt. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein Buschi fertig werden. Gut, dass du schon mal einen Wasserpfahl draußen hast. Mal den Buschi platt machen. Auch mal gucken. Au! Oh Gott, das will mir gleich. Fängt ganz schön hart an, du. Bon Cherry Aqua. Es ist doch Buschi! Ach, Buschi, da muss ich mir tatsächlich mal das nächste rausholen. Wo ist denn jetzt mein Pal hingeflogen? Scheiß. Hallo? Mein Pal ist weg. Wo hast du den denn hingepfeffert, ey? Gott. Der war in der Strandbar. Au, oh Gott, die. Und irgendein Miliz ist jetzt sickig auf mich. Toll. Oh nein, nicht schon wieder, oder? Ich weiß nicht, da stand gerade irgendwas mit Miliz, aber vielleicht auch nicht. Oh Gott, der röstet mein Nietewing weg. Ich wollte sagen, das ist dein Nietewing. Gehört uns der Ragnarok? Nee, der gehört uns nicht, oder? Nein, ich hab Buncherry Aqua draußen. Oh nein, jetzt haben wir schon wieder mit irgendwelchen komischen Viechern zu tun. Ja, natürlich. Aber das ist gut, Feuerdrüsen, die geben Feuerdrüsen. Umso guck mal, Buschi ist platt. Also den Buschi hat schon erwischt. Ja, aber ich habe nur Metallbahn und Knochen bekommen. Oh, dein Bronchery Aqua macht's auch nicht mehr lang, du. Aua, nee. Ja, aber meine Kitty Cat. Jetzt springt meine Katze drauf, zack. Meine Grinse Katze. Genau, ich denke nämlich auch, Vogel, Katze. Das oh, können nein. wir reingehen. Oh nein. Geh weg mit deinem Feuerwirbel. Holen wir mal dieses winzige Eichhörnchen. Das winzige, ja genau. Der Knarre. Ja, ja, okay, das war nicht so effektiv. Okay, komm wieder zurück. Ja, warte. Catrice macht das jetzt bestimmt. So viele habe ich gar nicht mehr. Ich habe noch ihn hier, aber das Feuer. Alter, der ist gleich platt. Ach, ach, Gott sei Dank, Kindeser. Ja, eine Feuerdrüse. 6 Feuerdrüsen. Wow. 6 Stück? 6 Stück. Ja, wir brauchen 30, haben wir gerade festgestellt, Leute. Ja, guck mal, diese Kiste ist vom Himmel gefallen, die hier. Ja, das ist schon krass. Lass sie mal öffnen. Oh, nicht du. Hoppla. Falsche Taste? Tada. Okay, wir haben da drin Sturmgewehrplan. Arbeitswunderelixier. Ein überaus wertvoller Trank, mit dem sich dein Arbeitstempo permanent steigern lässt. Hat auf Pals keinerlei Wirkung. Toll. Nur ich soll schneller arbeiten. Rohöl. Wenn du möchtest, könntest du es mir geben, weil ich habe eh schon ein bisschen gesteigert dein Arbeitstempo. Das kann ich dir gern geben. So, Rohöl. Dann 5 Terrasphären. Und ein Offensivamulett. Ein Accessoire, das deinen Angriff erhöht. Das hört sich richtig cool an. So, warte, ich gebe dir auf jeden Fall mal das hier.
So, komm, das trinke ich, damit ich noch härter arbeiten kann. Warte, ich habe noch mehr für dich. Oh, das war richtig viel. Aber du musst doch jetzt gar nicht arbeiten. Warum hast du das jetzt genommen schon? Ach so, das erhöht es permanent dauerhaft. Ach so, okay, cool. Also ich kann jetzt sozusagen immer ein bisschen schneller arbeiten. Ja gut, das braucht er auch, weil der ist der Werkler. Ich baue nur Sachen, aber er bastelt Sachen. Oh nein, was ist das denn für ein komisches Ding? Ich frage mich gerade dieses Amulett, wo ich das am besten hinpacke, wo ich das tragen kann. Gute Frage, ne? Ach so, sind da nicht links unten Accessoires? Ist das das? Bei deinem Charakter? Ach da, jetzt sehe ich's, yeah. Aber da kann ich es nicht tragen. Da, wo der Ring war. Die anderen sind noch nicht freigeschaltet. Mit bestimmten Gegenständen kannst du mehr Accessoires auf einmal tragen. Was war denn das für ein Ring? Normalschutz, neutralen Schaden leicht vermindert. Ich glaube, dann macht das schon Sinn, das zu tauschen. Ja, ich glaube, Angriff ist cooler. Was ist das denn? Guck dir das mal an. Dumut. Ja, oh Gottes Willen. Dumut. Haben wir sowas schon gefangen noch nicht, oder? Nein! Das sieht aus, als hätte das. Als würde es erlöst werden wollen. Ja, komm. Tötet mich! Oh Gott, es greift an, es greift an. Nee, ich hab's angegriffen. Ah, du hast angegriffen. Hast du nicht den Knall gehört? Me. Ja, ja, also tötet mich! Please kill me! Ja, so sieht's aus. Ja, ist nicht das Schönste. Nee. Ja, versuchen wir mal eins davon zu fangen. Versuch du mal, das Ding zu kriegen. Ja, ich versuch mal, das Ding zu kriegen. Das Ding. Ja, warte mal. Wieso kann ich denn jetzt meine... Achso, nee, das will ich doch so gar nicht. Nee, komm wieder rein. So. Tu deinen mal rein. Warte mal. Ein, zwei Mal soll er noch schießen. Nee, jetzt. Ich hab ja auch eine Waffe, deswegen... Sieht gut aus. Mhm. Ja, krieg ich. Perfekt. Oh, ich habe auch hochwertiges Palöl und Dumutfleisch erhalten. Köstliches Dumutfleisch. Mhm. Wenn einfach ein Bein amputiert, obwohl wir ihn gefangen haben. Sehr also, gut. Also hier Vorsicht vor tief fliegenden Kisten. Ja, irgendwie kommen die so abgestürzt. Ganz krass. Ja, warte mal. Wir sollten auch hier noch so ein paar Feuerviecher irgendwie mal platt machen für mehr Drüsen. Eigentlich schon. Geben die Bushis, die haben Metall gegeben, oder? Ja, der hat keine Drüse gegeben. Aber hier sind noch zwei Nietewings. Okay, glaubst du, wir kriegen die? Nee, das die sind bestimmt, keine Nietewings, das sind diese Wyvern da, diese Venwürm. Diese Ragnaröhr. Venwürm. Nee, Venwürm. Achso, ja, nee, Venwürm. Venwürms. Ja. Das sind aber auch Feuer, ja, ja. Das dafür Feuer. Brauchen wir unter anderem die Feuerdrüsen, weil wir möchten uns gerne Sättel dafür machen. Denn ich glaube, Rogeliro war es, die mir dazu geraten hat und sagte, die sind doch etwas flotter, wenn man die fliegt, als unser Nietewing. Diese Fragezeichen dabei. Mhm. Wow. Jetzt sehen sie uns und beginnen loszuballern. Ja, na sicher. Ich habe ja angefangen. Ich habe ja wieder angefangen. Wieder Ärger gesucht. Eher Feuerdrüsen. Au! Scheiße! Ich sagte Feuerdrüsen, nicht Feuersturm in mein Gesicht. Toll, jetzt habe ich hier Brandnarben. Wenn wir, mach mir den Feuerschock. Ah ja, aber wir machen richtig viel Schaden bei denen. Das ist schon cool mit Wasser. Ja, ja. Ich muss hier gar nichts machen. Die klären das schon. Okay, einen hat es erledigt, aber ich sehe nicht, wo das Zeug liegt. Ich sehe es. Ich hab's. Aber nur Knochen. Oh nein, ich bin gleich hinüber. Meine Rüstung ist beschädigt. Mir war gerade schwarz vor Augen hier. Krass. Ja, ich hab's gesehen. Er hat irgendeinen Angriff gehabt, der dich anscheinend blendet oder ja, so. Ja, ja. Oh nein, da kommt noch irgendwas gerannt. Siehst du, da hinten kommen irgendwelche Leute, die Ärger machen. Leasepunk. Und zwar krass, das ist wie der, das ist wieder dieser kleine Drache. Du, dein Born Cherry Aqua hat es bald hinter sich, du. Oh Gott, ich auch. Bin gleich tot. Was? Kackvogel, mach was. Oh nee, das war kein Oh nee, ich bin tot. Krass. Warte, ich komm. Oh nein, ich hab hier Drachen. Oh nein, wahrscheinlich. Oh nein, ich bin jetzt auch gleich hinüber. Ich bin hier auch gleich hinüber. Die sind super aggressiv. Ich würde dich ja gerne retten, aber oh Gott, da ist die ganze Armee von denen.
Oh nein, jetzt hab ich den reingeholt. Bin ich denn lebensmüde? Oh nein, jetzt greifen sie dich an. Hier, Robin-Kill, mach was. Warte, kriech nicht weiter. Die haben zielsuchende Geschosse. Kriech nicht. Kriech nicht. Nicht kriechen. Okay. Ich bin aber auch gleich hinüber. Mach dich also bereit, auch mich gleich zu retten. Oh, Robin-Kill ist hinüber. Robin-Kill ist hinüber. Okay, wir brauchen mehr von denen. Boah, warum sind die denn so gefährlich hier? Das ist ja ganz schön. Ja, toll, ich habe zwei Knochen gefunden. Zwei. Ah! Ah! Catchers werde ich! Ja, boah, also. Ich bin Punker, machen wir jetzt kalt. Lease-Punk. Die werden doch wohl hoffentlich auch irgendwelche Drüsen haben. Was? Fangwahrscheinlichkeit 4%? Ja, die ist ja auch voll. Nicht vorhanden. Wenig, ey. Nein, 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 nein. Okay, Fangwahrscheinlichkeit 5%. Ah, warte. Ja, nee, leider nein. Leider gar nicht. Oh, aber guck mal, ich habe eine Statue gefunden. Ey, warte, ich bin hier gerade noch im Kampf, ne? Ach, da ist hier noch einer. Gott, ja, ach! Gott, ah, greif mich an! Jetzt greif den halt an, du blödes Pokémon. Du blödes Pokémon! Du blödes Pokémon, jetzt greif den halt bitte schön an, dankeschön. Ja. Habe ich Bushi hier rausgeholt? Wie dumm. So, nein, was hattest du? Wer was? Hier drin ist eine Statue-Versteckung. Ah, eine Liftmark-Statuette, sehr schön. Ich habe aus Versehen. Ja. Man hört die jetzt wieder dauernd raus, ne? Ja, es ist so ungewohnt wieder. Warte, wir essen mal was. Oh, Robin Kill ist hinüber und meine Rüstung ist auch beschädigt. Ja, bei mir hat es auch einiges erwischt. Da steht auch Rüstung beschädigt. Na komm, wir gehen aber trotzdem mal weiter. Gucken, was wir hier noch finden. Ja, wir müssen ja auch ein bisschen was hier. Bisschen was hier erforschen, sonst sind wir ja keine 5 Meter am Strand gekommen. Ja, aber hier ist ja auch wirklich, wir könnten mit so einer Armee von Mini-Punker-Drachen rechnen. Ja, aber echt so. Das ist doch nicht der Strand der Normandie hier. wo jeder Meter mit Liftmunk-Blut bezahlt wird. Oh Gott, schau dir mal das Ding da hinten an. Boah, das ist echt krass. Wie heißt das? Blazehole Noct. Das ist ein Boss. 36. Hm. Der sieht aber geil aus, ja. Also versuchen könnten wir den schon. Nein. Also nicht mit einer beschädigten Rüstung. Ja, stimmt. Das ist vielleicht ein bisschen zu risky, oder? Und meine Pokémon, sag ich jetzt auch schon. Meine Pals sind da auch nicht die richtigen für, glaube ich. Ja, aber das sieht, guck mal, richtig schick aus. Ja, ich komm. Boah, die ist richtig cool. Voll meine Farben, ey. Ja, wieso? Die ist so eine Herdplatte, eine laufende, ohne Scheiß. Was? Die laufende Herdplatte. Die sieht voll schön aus. Ich liebe lila und blau in Kombination. Das ist so, sind so meine Farben. Oh, lila und blau sind schon ziemlich cool. Oh Gott, da hinten ist noch was. Was? Ja, ich sehe es. Was ist das da? Ein Riesen. Ach, und Schlaf, es schläft. Es schläft. Level 37. Geh da weiter, geh da weg. Es schläft. Komm, schieß ihn von hinten in den Kopf. Nee, das ist Level 7. Guck mal, da ist noch so ein Ding. Das sind, glaube ich, keine Bosse, die laufen hier einfach rum. Da ist eine Truhe, aber ich will dem auch nicht echt zu nahe kommen. Boah, der sieht so geil. Da hinten glänzt es. Alter, guck mal, wie der von vorne aussieht. Der sieht aus wie der rote Stier, aber in blau. Das ist richtig cool. Boah, der rote Stier. Albtraum meiner Kindheit. Ja, meiner wirklich. Ich hatte echt Angst vor dem. Ja, das ist auch Schiss vor dem. Der ist irgendwie echt einschüchternd gewesen. Warte, ich will diese Truhe hier haben. Ich warte nur, bis der ein Stück weiter weg ist. Okay. Warte mal, ich schenke mir noch kurz was zu trinken. Ein bin gleich. Schenk dir. Ich schenk mir mal. So, ich hab's. Ein Heiltrank, cool. Den kann ich gebrauchen. Mit beschädigter Rüstung bin ich ja nicht sehr gut geschützt. Oh, ich hoffe, der Horry beeilt sich, weil gegen den kann ich ihn wahrscheinlich nicht so gut verteidigen. Aber das ist ein kleinerer, ne? Aber der hat immer noch Level 37. Oje, oje. Horry. Schenk schneller. Boah, diese Geräusche, ey. Mordor-Geräusche.
So, da bin ich wieder. Du auch? Ja, hör mal, du hast echt Schwein, ne? Ja. Guck mal, der ist hier gerade voll easy an dir vorbeigerannt. Dieser Pernoct, also das ist ein anderer. Das ist irgendwie eine kleinere Variante. Der sieht aber auch so geil aus. Wollen wir ihn platt machen? Der hat Level 37 und wir haben beschädigte Rüstung. Das macht gar keinen Sinn, überhaupt nur darüber nachzudenken. Ja, also eben die hatten Level 30 und haben uns den Arsch versohlt. Ja, die haben uns richtig den Arsch versohlt. Ja, was meinst du, was ein 37er machen? Jetzt sind wir schlechter dran als eben. Ja, stimmt irgendwie. Jetzt, wo du es so sagst, beginnt es langsam Sinn zu machen. Deswegen leben wir Frauen länger. Boah, das ist cool. Ein LKW, soll ich dir mit der Hand aufhalten? Nein. Zum Beispiel. Und wieder ein Mann hat sein Leben ausgehaucht. Da ist ein Ei, aber das lasse ich Ei sein, weil wir haben genug Eier. Wir haben ja noch keine Brutmaschine gebaut, ne? Nee, ich glaube, wir können die aber mit. Da hinten ist eine Liftmark-Statuette. Wir laufen quasi drauf zu. Ah, sehr gut. Aber Vorsicht, links kommt schon wieder so ein leuchtendes Ding und rechts schläft ein Feuerding. Ragnarok. Ich frage mich halt immer, ob oben auf den Felsen was drauf ist. Da, hier. Ja, warte mal, ich habe eine neue Enterhakenpistole. Ich wollte gerade sagen, du hast doch jetzt auch die gute. Dann kommen wir gleich mal nach der Liftmark-Statuette. Die nehme ich mir als erstes, falls da was schief geht. Naja. Und ich bin abgestürzt, war klar. Nimm dir doch auch erstmal die Statuette. Ich schau kurz hoch und dann geleite ich sanft und elegant. Ich glaube, da hinten sehe ich noch eine. Ja, also wir können sowieso da hoch, weil von da aus können wir auf den anderen Hügel und da ist eine Statuette. Das hört sich gut an, du. Ja, aber du musst dir ja noch die hier holen, deswegen hättest du doch wirklich erstmal tun sollen, wie ich dir das gesagt habe. So, warte, ich gleite mal elegant. Wie ein Nietewing gleite ich zur Statuette. Er ist über mich hinweggeglitten, habt ihr gesehen? Wie genau unter dem hergekraxelt. Einmal drüber glitten, so schatz aus. Genau über dem gekraxelt, unter dir gekraxelt. Ja, nee, da oben war aber nichts. Ey, krass, ey, hier regnet's, Feuerfunken. Bist du denn eigentlich? Ja, hier oben, ich hab doch gesagt, ich bin an dir vorbeigekraxelt. Ach so. Und hier liegt irgendein Schrott. Was da ist das? Die Bruderschaft der ewigen Lohe hier oben. Ey, hier liegt Müll. Und den kann ich, ja, da kann ich was von mitnehmen. Ich sehe da sogar eine grüne Sphäre, zwei grüne Sphären. Ja, hier liegt einfach so ein Müllhaufen, weil du im Dunkeln auf halber Strecke runtergeflogen gefallen bist. Das kann sein, und ich bin einfach nur ein krasser Blindfisch. Kann ich nehme mir das jetzt einfach mit. So, Silberschlüssel und Gewehrmunition 6-mal. Von den Sphären keine Spur. So, wenn du mich jetzt hier oben mal wärst, dann kannst du sehen, da hinten ist noch so, also in die Richtung, wo ich gerade gucke. Da ist noch so eine Liftmann-Statuette auf dem Hügel. Gott, der Scheiß, ich werde angegriffen von drei Leuten mit Flammenwerfern. Ich seh's. Warte. Wo kommen die? Warte, ich guck mal, wie ich dir helfen kann. Gott, das will die Rest meiner Azurrobe. Keine Chance. Ich muss fliehen. Bist du noch da? Also irgendwie bin ich gerade noch so am Leben. Ja, ich sehe es. Warte, ich habe meinen Bronchery Aqua zu Hilfe geschickt, aber irgendwie steht der nur da und guckt jetzt beim Sterben zu. Erfrischendes Bronchery Aqua. Ah, ja. Alter, siehst du, was die mit dem Bronchery Aqua machen? Ja, der ist gleich geröstet, aber der hält gut aus. Der hält aus. Das interessiert den gar nicht. Ja, stimmt, das interessiert den echt nicht. Boah, der Bronchery Aqua ist echt stark. Boah, der hat den platt gemacht, ohne Ende. Ja. Ah, jetzt kriegt er Schaden. Jetzt kriegt er Schaden. Jetzt Feuerdrüsen von denen. Jetzt kriegt er Schaden. Oh nein, ein Pyrenok greift mich an. Wir helfen mal. Haha, kriegst du mich hier oben nicht. Haha, hat einfach noch da hoch. Eine Feuerdrüse? Ah! Ach, Bronchery Aqua sitzt hier oben bei mir. Super. Nein, schick ihn mal wieder runter. Das ja, ich weiß nicht, warum er jetzt hier bei mir war. Ich dachte wohl, ich brauche hier Hilfe. Haben wir mal eine Killerkatze. Oh, da ist so ein Printnocked. Das wolltest du doch haben. Ja, komm mal runter, dann kannst du es vielleicht fangen sogar. Ja, warte, hier sind noch mehr Viecher. Das ist nicht so cool gerade hier unten. Ich hätte oben bleiben sollen. Gott, deswegen hier ist wirklich wieder mal die. Oha, das ist ja sickig. Boah, okay. Also voll die krasse Kampfmusik jetzt hier. Oh, Bronchery Aqua sieht nicht mehr gut aus. Catris, hilf. Das kann ich ja vergessen, also meinen kleinen Liftmunk muss ich gar nicht rausholen. Ich brauche echt... Meinen kleinen Liftmunk? Ja, bitte lass deinen kleinen Liftmunk mal drin. Ich lass mal meinen kleinen Liftmunk drin. Du, ohne Schwan, der macht überhaupt keinen Schaden mehr.
glaube, ich brauche echt krassere Puls. Catrice zahlt gut aus. Ich glaube, ich brauche auch so ein paar neue Killer-Pals wie du. Wir hätten hier mehr Wasser-Pals mitnehmen sollen, wenn wir schon vorhaben, in eine Feuergegend zu gehen. Wir waren nicht gerade schlau gerade beim Einpacken. Nee, so intelligent war das gar nicht mal. Aber warte mal, ich versuche mal jetzt den hier zu fangen. Das ist übrigens auch ein Ragnarok, falls... Warte mal, ich versuch, ach nee, ich echt? Ich schieß die ganze Zeit auf den. Ich versuche jetzt erstmal den hier, aber das war's nicht. Fangwahrscheinlichkeit 2%, das kannst du alles vergessen einfach. Warte, der hier war jetzt gar nicht so. Oh, Catrice, gute Nacht. Warte, den kriege ich vielleicht. Ja, den kriege ich. Ja, cool. Super. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt habe ich 2 platte Pals. Also ich habe das Gefühl, dass meine Pals halt einfach absolute Anfänger sind. Mit denen kann ich echt nicht viel anfangen. Witzig, die also wenn ich die raushole, dann kriegen die einen Schlag, aber dann sind die fast schon wieder im Arsch. Hast du dir mal hier die Leichen angeguckt? Die stehen in Flammen. Krass, ne? Das sind diese Bruderschaft der Lohe-Heinis. Die haben viel zu kurze Arme und die Hände brennen. Das ist komisch, ne? Guck mal hier. Oh nein, die können sich nicht den Hintern abwischen, weil ihre Arme zu kurz sind. Ja, deswegen sind sie den düsteren Kulten beigetreten, weil sie krass deprimiert sind. Ja, dann wünsche ich denen jetzt Dauerdurchfall und noch kein Klopapier, dann ist alles perfekt. Oh nein, und viel zu kurze Arme. Ja, die haben sie schon. Ich sehe eine Startwerte hier gleich in der Nähe, guck mal. Achso, ja, wir wollten ja hier auf diesen Hügel. Oh Gott, da sind ganz viele von der Bruderschaft. Warte mal, hier drüben bei mir ist auch eine direkt auf dem Boden. Ich komme zu dir. Da kommen 2 Fluglotser auf dich zu. Bitte. Ja, guck, da ist auch schon einer. Oh, der guckt gerade nach der Leiche seines Freundes und ist überhaupt nicht amused. Was geht denn bei dem, ey? Das ist ganz komisch, dass ich nicht sehe, wo du bist. Ich glaube, die kannten sich. Ja, warte, ich sehe dich, aber ich will hier gerade einen großen Bogen um die ganzen Flatterer machen. Die Venverns, weil die kommen gerade zur Beerdigung ihres Kumpels und, ja, es sieht echt so aus. Der eine schwebt hier vorüber den und guckt ihn so besorgt an. Der versucht ihn irgendwie wiederzubeleben oder so. Keine Ahnung. Bestattungsinstitut Venverm. Jetzt hat er aufgehört. Okay, jetzt hat er wohl gecheckt. Der kommt nicht wieder. Boah, wie weit bist denn du jetzt weggegangen? Wir wollten in eine ganz andere Richtung, ey. Wie bist denn du jetzt nach da hinten gekommen? Ich hab zu viel Leuchten sehen und dachte mir, das hole ich mir noch schnell. Boah, schnell. Ey. Schnell. So, und jetzt wollten wir genau in die andere Richtung gehen. Ja, jetzt wieder sehr, sehr, sehr viel in die andere Richtung. Sehr viel in die andere Richtung. Warte mal, ich geh mal über hier oben. Geh mal lieber da oben. Warte mal, genau. Güte. Wir wollten schau mal, auf diesen Hügel. Hier sind so Incinerams. Warte, ich will erst hier hoch, da fühle ich mich ein bisschen sicherer. So. Boah, so einen würde ich mir gerne fangen. Was ist da? Ich sehe gar nichts. Siehst du die? Ach da, oh Gott. Ach, das sind doch diese Teufel, davon habe ich einen. Davon hast du einen? Ja, bei so einem Überfall, die haben uns doch mal überfallen, da habe ich mir mal einen gekrallt. Stimmt, hast du jetzt hier, komm, ich versuche mir mal auch mal einen zu fangen. Ja. Hallo? Hallo, Wasserwesen, greif vielleicht an, dankeschön. Warte, mein Wasserwesen kommt dazu. Ach nee, schon wieder falsch. Mist, ey, ich krieg sie gerade nicht hin. Ich würde dir ja gerne helfen, aber ich bin zu dumm. So, jetzt. Au, ich hab doch gar nichts gemacht, ey. Das sind immer die unschuldigen Beiständer, die sind. Ja, aber wirklich. Du hast dir nur ein Butterbrot schmieren und schon voll in die Fresse gehauen worden. Voll, ey, jetzt ist der hier bei mir. Dich richtig hin. Nein! Hallo. Nein, nein, war nur ein Spaß. Ich mach gar nichts. Oh nein, ich bin schon fast tot. Aber warte, ich hab einen Heiltrank. Boah, Fangchance 1%, das ist ja wahnsinnig viel. Ich glaube, der war eher für Pals, wa? Ah ne, der war schon für mich. Oh ne, lass mich doch mal in Ruhe hier heilen. Was ist das denn? Oh, Schwefel. Boah, ich muss aber sagen, dein Broncherry Aqua, der hat echt Power. Ja. Also der ist richtig... Ey, hier läuft so ein blöder... Autsch. Wer war das denn? Der Blödmann hinter mir, der ist voll außer Rand und Band. Vorsicht, da geht jetzt was hoch. Ist Gott sei Dank neben mir hochgegangen. Der ist voll auf mich zugerannt. Jetzt hier, fang dir den. Den kann ich fangen. Ja. Und dann quälen wir ihn zu Hause. Oh Gott, nein, nein, nein. Hier ist wieder ein Lispang. Oh nein. Da, wo einer ist, sind doch bestimmt mehr. Ich krieg den Penner nicht raus.
Pass auf, Lispunk und noch mehr Teufel. Oh, ich hasse die. Jetzt hat er aus Versehen. Ja, da ist ja noch einer. Und noch ein Lispunk. Ich wusste es, wo einer ist, sind noch mehr. Oh, ich hasse die Penner. Die sind kacke. Alle kacke, du. Mein Incineram ist auch gleich im Arsch. Nein, geh weg! Geh weg von mir. 5% fangen wir schon. Ich bin wieder im Arsch. Oh nein, guck mal. Gott, was mach ich da? Ich bin wieder kampfunfähig. Nee, oh Gott, das will ich ja. Warte, ich muss dich aufstellen. Ich muss dich auch hinter dir. Ich muss dich aufstellen, der war gut. Keine Chance. Oh nein, mein Bronchery Aqua ist jetzt auch im Arsch. Ich weiß nicht. Ah nee, der hat ihn noch platt gemacht. Sehr gutes Vieh, danke. Ich weiß mittlerweile auch gar nicht mehr, wie ich die fangen soll, weil egal was ich werfe, auch wenn ich eine gelbe Sphäre werfe, 5% Fangwahrscheinlichkeit. Ja, wir brauchen mehr Lispunks. 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 Nein, bitte weniger von denen, ey. Ja, bitte. So, jetzt lassen wir hier schnell weg, bevor der nächste Schwung kommt. Pass auf, hier ist noch die Beerdigung. Ja, ich seh's. Ah, nee, ist nur noch einer, der letzte Gast. Der letzte Trauergast. Der letzte Trauergast. So. Verzeihung. Alles gut? Ich sag mal Gesundheit, auch wenn ich weiß, dass du nicht genießt hast, aber ich finde, warum sollte man bei Husten nicht auch Gesundheit wünschen? Warum nur beim Niesen? Macht das Sinn, oder? Ne? So, war das hier oben? Also ich kletter jetzt einfach mal random hier hoch und guck. Okay, guck du mal oben, ich bin offen. Vielleicht finde ich hier unten irgendwie was Schickes. Ja, ich hatte ja hier irgendwo eine gesehen, ich weiß noch nicht mehr wo. Wir sind jetzt so weit irgendwo hingerannt, dass ich jetzt nicht weiß, ob das der Hügel hier war. Meiner beschädigten Rüstung. Ich sehe Schrott da oben. Ich sehe auch hier Schrott. Oder? Nee, ist nur ein Haufen. Ich habe einen Busch hier verfolgt. Ein Dumut? Ah, jetzt sehe ich die Statue, die du vielleicht gemeint hast. Es kann gut sein, dass du vielleicht eine gesehen siehst, die ich meine. Überall werden wir uns, ich muss krass aufpassen. Ja, hier oben ist nur ein Dumut. So, warte mal, wo soll die denn sein? Hier in meine Richtung am Strand. Nee, die ist das nicht, die war hier in diesem Gebirge. Die war auf so einem Hügel. Okay. Auf so einem Fels, kein Hügel, Fels. Aber im Dunkeln leuchtet die halt besser, ne? Ja, das stimmt. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, ob das dieser Hügel hier war, weil wir sind jetzt irgendwie so rumgewuselt, dass ich ein bisschen den Überblick verloren habe, welcher das war. Ich kämpfe mich mal zu meiner Startwerte. Ja, ja, ich sehe dich. Ich bin eigentlich gar nicht weit von dir weg. Ich bin nur auf der anderen Seite. Ah ja, ich sehe, du bist da oben, gell? Ja. Weil ich meine, das wäre hier gewesen, aber irgendwie doch nicht. Oder war das weiter oben? Oh, nö. Ich glaube, das war schon hier der Hügel, aber weiter oben. Und das ist doch weiter weg, als ich dachte. Nee, das lassen wir mal. Ja, es kann sein, dass es in der Nacht dann so krass geleuchtet hat, dass es so super nah aussah. Ja, die Sache ist, ich weiß, dass es da noch heißer wird. Und ich habe ja eine schön beschädigte Rüstung. Hier unten sind Wilderer. Was machst du denn da? Irgendwer kämpft da in deiner Gegend. Ja, ich bin das. Oh nein, jetzt hat mich ein Vanwurm gesehen. 3 Vanwurms haben mich gesehen. Ich habe keine Muni mehr. Och, kacke. Ich versuche die mal abzuhängen. Ich habe keine Muni mehr. Och, du hast Vanwurm. 2 Vanwurms und einen Ragnarhaak. Ja, ich glaube, ich verziehe mich mal ganz kurz. Kommst du alleine klar? Ja, oder? Ja, ich bin hier. Oh, ich habe hier auch einen Ragnarhaak. Achso, das geht nicht mehr. Und wie die mir den Arsch versohlen wollen. Das war knapp. Hoppla.
Rein wettertauf, die Frisur hält. So, sehr schön, die haben sich verzupfelt. Bronny, kannst du mal hier rumkommen um die Ecke? Ich glaube, von da, wo du bist, kannst du nicht so viel rausrichten. So, guck mal hier. Den Feind ins Auge blickend. Ah, danke, Schuppenaldo. So, jetzt geht's mal los. Ich glaube, das war jetzt auch wieder eine sehr knappe Geschichte. Ich glaube auch, du. Ja. Wo ist denn die Liftmark-Statuette, die du gesehen hattest? Warte, lass uns noch die hier platt machen. Ja, ja. Das ist noch so ein Ragnarok und noch so ein Bruder, der Feuer irgendwas. Da oben wird auch voll hart gekämpft. Was geht denn da ab, ey? Durch das mal an da. Das ist hier eine Gegend, ey. Hier sind sich alle Feind. Alle Feind. Okay, wieder zwei Feuerdrüsen, ist gut. Azurum hat Bruderschaft der ewigen Lohe, Märtyrer, besiegt. Oh nee, mal. Noch ein Ragnarok. Oh, mein Broncherry Aqua ist gleich im Arsch. Ja, meine Azurrobe leider auch. Mal so mal rein. Ich hab hier nichts Gescheites mehr. Ich hab hier nichts. Ich hab das Gefühl, ich brauche auch so ein paar Bosse, die wir hatten. Ach, hier ist die Liftmann-Statuette. Genau, siehst du die da hinten? Ja, auf so einem Inselchen. Okay. Genau, da ist sie. Ich hab das Gefühl, meine Viecher machen einfach nicht mehr genug Schaden. Das ist. Na, wir haben hier nicht die richtigen mit, außer der Broncherry Aqua und dein Wasservieh war hier nichts Gescheites bei. Catrus war noch ganz okay. Aber Bushi kann hier aua. Mal gar nichts ausrichten. Diesen komischen Vogel, den ich hier habe, der ist jetzt auch nur so, naja. Ich meine, der hält gut Wasser aus, aber. Au. Au. Ich habe keine Muni mehr. Oh ne, Vorsicht, da ist noch einer. Lass den mal nicht anlocken. Ich hab nur noch Pfeifen, also. Oh, da ist noch ein Venvern gerade auf uns, sauer. Das sind vielleicht ein bisschen viele mittlerweile. Ja, lass doch einfach mal abhauen. Den Ragnarok will ich noch platt machen. Aha, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, komm mal hier lang. Ja, schön, weil da hinten ist nämlich noch eine Liftmanns. Da hinten ist eine Liftmann-Statuette auf dem Fels da. Okay, bin unterwegs. Es gab nochmal 7 Feuerdrüsen. Die geben echt viel, die Viecher hier. Da sind auch wieder Brudis. Boah, ich hab leider überhaupt keinen guten Kämpfer mehr. Nee, ich sag ja, wir holen uns jetzt noch hier diese Statuette. Ich hoffe ja, dass hier gleich noch irgendwo ein Schnellreisepunkt kommt. Und dann gehen wir erstmal heim. Vorsicht, da ist so ein Teufel. Ein Zeram und hier sind Bruderschaften. Und da kommt eine ganze Armee von Teufeln. Oh, ich würde jetzt so gerne den Streit zwischen den beiden anzetteln. Warte, lass mal hier stehen bleiben. Ich glaube, das passiert hier gleich. Oh, ich bin mal gespannt, ob die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Warum ist er denn jetzt sickig auf mich? Oder auf uns? Ja, ja, genau. Oh nein. Dann spann ich dir mal mit ein. Dann renn mal weiter den Strand entlang. Echt? Ihr verbündet euch gegen mich? Das war nicht das Ziel, was ich erreichen wollte. Es kommt davon, wenn man Zwiespalt sehen will. Kriegt man es selber ab. Oh nein, jetzt kommen die hier alle hinter mir her. Hier, opfer dich. Ey, hier sind überall diese Flammenidioten. Und die sehen einen relativ weit. Ja, ja. Die sehen aus wie so Dementoren vom Weiten. Versuch mal irgendwie hier rumzukommen. Ja. Oh, du hast auch schon Freunde gemacht, sehe ich. Ja, das sag ich ja. Das sind die, wo ich gerade gesagt habe, ich will Zwiespalt sehen. Und dann haben die sich gegen mich verbündet miteinander. Oh, fetzen wir mal weiter. Schauen wir, was wir hier noch finden. Warte, hier ist eine Kiste. Ja. Ah, nein. Kommst du rein? Ah, ich sehe noch eine Liftmann-Statuette. Gut. Sauber. Ja, ich hoffe ja, dass wir gleich, wie gesagt, ich sehe sie auch, einen Schnellreisepunkt irgendwo finden. Das wäre ganz gut. Und siehst du über der Liftmann-Statuette die... Den Felsen? Ja. Da ist Müll drauf. Da könnten wieder so Terrasphären sein. Ja, da war keine Sphäre drauf gerade bei mir. Die waren zwar abgebildet, aber da war was anderes. Okay. Vorsicht, das ist wieder so ein kleiner Taschendrache. Ich sehe ihn. Ein Taschendrache. Ich sehe ihn. Ich hasse die Dinger. Nicht nervig. Ja, weil die kommen gleich mit einer ganzen Truppe dann.
von hier oben eh mal kurz einen Überblick beschaffen. So ein bösartiger Flashmob war das. Ja, voll. So. Hier sind auch Sphären abgebildet, diesmal blaue, aber es ist Zement und Gewehrmunition. Ist beides ganz gut. Zement brauchen wir auch. Was braucht ihr für die Muskete? War das Gewehrmunition? Nee, ne? Das war minderwertige Munition. Ja, davon habe ich jetzt drei wieder. Noch immer. So, da vorne sind so Incinerams unterwegs. Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist eine Statuette, die will ich eigentlich haben. Wo die drauf zugehen? Ja. Wir versuchen einfach ganz entspannt rumzuschleichen. Haben die da einen Höhleneingang? Guck mal, ich dachte jetzt gerade, die gehen in eine Höhle. Das sah echt kurz so aus, ne? Nee, die gehen einfach nur da kacken. Guck mal, die sind jetzt da in die Hocke gegangen. Das ist ihre Kackecke. Das ist so ein bisschen Schatten. Das ist die Kackecke. Geschissen und weiter. Ja. Und sauer auf den Horri. Na klar. Na klar, haben sie mich noch gesehen. Okay. Ich lenkste ab, du holst dir mal die Statue. Got it. Ah, die haben mich schon wieder abgelassen, okay. Naja, der brüllt hier noch ziemlich durch die Gegend, aber wahrscheinlich verflucht er dich nur irgendwie. Ach so, dann ist... Da hinten liegt nochmal Schrott, da am Strand. Ah, ich nimm dir den mal. Schrott voraus. Da sind zwei Dummuts in der Paarung. Okay, einfach nur Gold. Auch ganz nett. Gold ist auch gut. Bisschen Gold schadet nie. Ein bisschen Gold schadet nie. Bisschen Gold ist immer ganz nett. Das ist eine sichere Investition. Genau, kann man mal mitnehmen. Okay, von hier oben sehe ich, jetzt wird's ganz komisch. Ja, ich sehe schon, scheiße. Versuchen wir mal irgendwie außenrum den Strand weiter entlang zu kommen? Ja, das wird aber nicht easy. Da müssen wir irgendwie diesen Felsen irgendwie uns dran klammern und dann... Ich hätte halt super gern endlich mal einen Schnellreisepunkt, weil langsam... Ja, aber wir gehen auch auf einen zu. Wir stehen in 250 Metern. Ja, du hast vollkommen recht. Deswegen, wir müssen die Augen aufhalten, ob der oben oder unten ist. Das versuchen wir doch glatt. Ich wette, der ist irgendwo hier oben. Oh mein Gott, was ist los? Dum, 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 dum. 100 Meter, etwa 100 Meter noch. Ah, ich sehe ihn. Ja, der ist hier oben. Da ist er. Ah, da ist er, Gott sei Dank. Oh, eine gelbe Kiste. Okay, ich hole mir noch kurz das Metall hier. Das sieht ja krass aus. Ja, nimm die mit. Ja, das sieht hier echt so cool Routinen aus. Ja, das ist so ein Vulkangestein hier. Schon, ja. Obsidian. Lass mal gucken, ob hier irgendwas Cooles ist. Ruin. Nee, nur eine Sackgasse mit nix. Oh, da sehe ich noch Schrott liegen, den nehme ich natürlich noch mit als Lompen-Sammler. Na klar. Oh, Vorsicht, da kommt ein... Was ist das? Lisp und Ignis. Und? Ja, der macht da schon irgendwelche Kung-Fu-Moves. Nein, ja, ich sehe schon. Der ist schon aggro. Der kommt dann wie so ein Rapper irgendwie. Ich hasse die. Mach den Rapper jetzt platt. Ja, der hat doch irgendwie so einen Pulli an. So sieht das aus, wie so ein Kapuzenpulli. Der rappt da rum. Ich hab zufälligerweise noch ein Wasser. Oha, ich dachte schon, was hat der denn jetzt da abgeschossen? Meine Azur-Robe ist noch halbwegs fit. Ich glaube, ich brauche auch für die Gegend brauche ich auch so einen Bon Cherry Aqua ohne Schmarrn. Versuch mal den mal mitzunehmen, den kleinen Rapper. Versuch den mal zu fangen, mal schauen. Komm, 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 den kriege ich. Jawohl, den kriege ich. Yeah, jetzt habe ich den Rapper und zwei Feuerdrüsen gab es auch noch dazu. Ah, sehr gut. Ja? Schon gut. Hä? Ich habe irgendwas gehört. Nee, ich habe außerdem meinen Vogel rausgeholt. Achso, du hast den Kackvogel rausgeholt. Den Kackvogel. Der Kackvogel. Holen Sie mal bitte den Kackvogel ab. Also haben wir immer diese Meise, diese Flugmeise, die warten in Smallland, haben wir die Kackmeise genannt. Die Kackmeise. Ja, weil die nie getan hat, was man wollte. Warte, ich will mich mal ganz kurz noch hier umgucken, ob hier noch was Liftmonkeyes ist und dann können wir was gleich... Liftmonkeyes? Können wir gleich abstarten. Ich sehe hier jetzt gerade auch nichts in unmittelbarer Nähe.
mal hier unten schnell. Na, ich glaube, hier oben ist aber jetzt gerade echt nichts. Auf jeden Fall nichts in sehbarer Nähe. Ich sehe jetzt auch gerade nicht so wahnsinnig. Warte mal, was ist das da? Da ist irgendwas. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ich glaube, es ist eine Truhe nur. Nee, ist nur eine Truhe. Ja, genau, du gehst gerade drauf zu. Ah, die da, okay. Und da ist auch noch was. Ja. Nehmen wir mal mit. Gold nur. Ja, nur kleine Gold. Kleine Palseele. Nee, genau, ich guck auch immer mal drum. Wir haben hier nichts in unmittelbarer Nähe. Nö. Ja, dann ziehen wir uns zurück. Ja, doch, da ist eine! Da! Was denn? Tatsächlich, gutes Auge. Gutes Auge. Jum. Zack. Brauchen wir echt viel für den Dingern, ey. Ja, ja, wir brauchen noch immer mehr. Ja, wenn du eine Stufe erreicht hast, für die nächste brauchst du wieder noch mehr. Ups. Ach, wieso jetzt tropft hier? Oha, was ist das denn für ein feuriger Feuerfuchs? Feuriger Feuerfuchs. Warte, Blazehole. Blazehole. Boah, der sieht überhaupt krass aus. Ja. Schon ziemlich. Also ich sehe schon, ich glaube, ich brauche echt noch so ein paar Bosse, also. Ja, Bosse und vor allem, wenn wir wieder hier hingehen, mehr Wasserviecher mitnehmen. Ja, vielleicht holen wir uns so ein Bronze Cherry Aqua, wenn das okay ist, dass wir einen jagen. Ja klar, ich habe ja einen da, warum solltest du nicht auch einen kriegen? So, jetzt aber erstmal ab nach Hause. Ja, erstmal zurück, alles reparieren. Guck mal, hier sind wir einmal so eine Kurve gegangen, wie das jetzt aussieht. Total, ja. Unsere Map. Aber ey, wie groß ist die denn, ey? Wahnsinn. Das ist riesig, gell? Echt eine Riesenmap. Guck dir das mal an, wo wir lang gegangen sind und wie weit es dann noch dann hochgeht in dieses Feuergebiet. Ja, ja, das ist noch einiges, also. Ja, ja. So, jetzt erstmal unsere ganzen Unfallopfer hier austauschen. Die Unfallopfer. Allgemein. So, haben wir denn unsere Feuerdrüsen nochmal gelagert? Bei den anderen Drüsen, in der Kiste unter der Treppe. Eine der Kisten da. Ah, stimmt, da war eine Drüsenkiste. Eine Drüsenkiste. Wir müssten zurück zur Drüsenkiste. Ja, warte, ich habe ja hier auch noch welche. Ich will nur mal gucken. Genau, hier habe ich so ein Instagram. Okay, pass auf, jetzt kann ich dir endlich die Laterne machen. Das mache ich jetzt auch gleich. Bevor wir wieder aus Versehen die für irgendwas anderes ausgeben. Ich darf sie nur nicht mitnehmen diesmal. Das wäre nämlich super bescheuert. Mossander, warte mal, was hatte ich denn hier noch für Viecher? Ich hatte doch letztes Mal auch so viele krasse Viecher. Okay, die Laterne ist fertig, du musst sie nur rausnehmen. Ja, cool, danke dir. Trau mich nicht ranzugehen, ich habe zu großen Schiss. Ich trau mich nicht ran. Ja, ja, dann ist sie für immer bei dir festgenagelt. Das ist auch irgendwie doof, ey. Das ist irgendwie ein bisschen bescheuert. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Die war auch ziemlich cool, Lunaris. Die jetzt auch ziemlich drauf. Ich glaube, die nehme ich statt Catchfish mit. Ja, den kann ich eigentlich auch wieder einpacken. Der ist auch nicht so krass. Warte mal, was machen wir jetzt eigentlich gleich als nächstes, unseren nächsten Schritt? Guck jetzt gerade, was ich noch für Bosse habe. Penking habe ich. Ja. Packer habe ich. Also Bronze Cherry Aqua, sollten wir den als nächstes mal machen? Ja, das wäre vielleicht gut, wenn ich mir einfach einen Bronze Cherry Aqua hole. Okay, was war da nochmal effektiv gegen? Feuer. Alles, was mit Feuer zu tun hat. Nein, Feuer, nein. Wasser ist gegen Feuer gut, aber Feuer doch nicht gegen Wasser. Dann eher Elektro. Erde dann. Elektro, oder? Ich glaube Erde, ja. Erde oder Elektro? Gute Frage. Ne, weil Elektro, das leitet ja. Nass. Ja, ich glaube, Wasser war stark gegen Elektro, also andersrum sozusagen. Ja, also Elektro war stark gegen Wasser, meinst du? Genau, ja. Also, wie ich es genau gesagt habe, nur andersrum. Ja. Okay, ich habe gar nicht so viele krasse Elektro-Pokémon, sehe ich. Gerade Lunaris wäre eins, meine ich, die das drauf hat, ja. Die ist ganz gut, aber ansonsten habe ich gar nicht so viele krasse Elektro-Viecher, sehe ich gerade.
Ja, aber ist auch nicht die Wahnsinnsauswahl. Ich habe nur hier diese kleinen Igel und hier die Sparkids. Warte mal, Pflanze war doch stark gegen Wasser. War das Pflanze, sicher? Das war Pflanze, bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Okay, da habe ich das Mammut. Ich habe Mossander, den nehme ich mal mit. Das ist so ein komischer. Mossander habe ich auch. Wanderbär. Den habe ich auch. Okay, da wir Broncherry Aqua holen, lasse ich den Broncherry Aqua hier. Was nehmen wir denn stattdessen noch mit? Was kann der? Okay, das ist das. Das ist so oft Broncherry Aqua gesagt, dass ich mir kurz mal ein Aqua hole. Ich hole mir mal ein bisschen Wasser. Boah, wie viel der heute wieder trinkt. Das ist, ich bin nur am Trinken. Trink. Gleich wieder da, Moment. Trink. Ich gucke ja eh hier gerade, was ich mitnehme. Also Leute, ihr seht schon, die Auswahl ist bescheiden. Broncherry. Komm, wir machen Broncherry gegen Broncherry Aqua. Also ich habe jetzt dreimal Pflanze. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, das war Elektro. Aber wir werden ja sehen, wie gut Lunaris damit klarkommt. Das sehen wir halt dann. Zirp, zirp, zirp. Gut, bei der Auswahl bleiben wir. Jetzt reparieren wir uns erstmal. Oh, es ist Nacht. So, da ist meine Laterne. Die nehmen wir erstmal mit. Und jetzt leuchtet es hier um mich herum. Das ist super. Oh, minderwertige Munition. Es war ein Auftrag gegeben, aber noch nichts gemacht. Okay, wir gucken mal, was haben wir denn hier? Sturmgewehr. Oh, Rush Hour. Rush Hour. Speck und Eier. Geil. Warte mal, das packe ich erstmal. Das sichern wir uns erstmal. Wie geil ist das denn bitte? Apropos. Sind aber noch nicht repariert, ne? So. Lecker braten. So, jetzt aber. Alles reparieren, jawohl, ja. Und jetzt gucken wir mal, die Feuerdrüsen packe ich dem Horri dann am besten auch direkt hier rein. Jetzt haben wir schon 24, 30 brauchen wir, also viel fehlt nicht mehr. Sehr gut, kann sich sehen lassen. Was ist das denn hier, Schwefel? Oh, da hatten wir letztens schon mal welchen gefunden. Ich weiß aber nicht mehr, wo wir da haben wir den hingetan. Ich muss das wieder öffnen. Ich habe hier immer noch nichts geordnet. Ja, bei vielen Kisten ja, hier noch nicht. Zement tun wir auch mal direkt hier rein. Ja. Ich will halt, dass Ordnung bleibt. Bleibt. Hier ist Horn. Minderwertige Munition. Da brauche ich wirklich mehr von. Da bin ich wieder. Ja, wir kommen zurück. Rohöl haben wir noch nicht irgendwo gehabt, oder? Rohöl? Nee, wäre mir nicht aufgefallen. Ist mir entgangen, wenn wir sowas haben. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Packe ich das denn dann dahin? Du sagst, du brauchst minderwertige Munition. Ich mach mal kurz 40 Stück. Ja, das dürfte bei dir jetzt eigentlich relativ schneller gehen zumindest. Ich glaube, ich brauche noch ein paar dieser Arbeitstränke, damit ich so zack, zack, zack schnell irgendwie die Sachen fertig machen kann. Das wäre cool, ja. Ich habe hier einen Sturmgewehrbauplan. Brauchen wir den? Ja, behalt mal. Okay, weil ich weiß ja nicht, ob wir sowas schon haben, ob du es schon frei hast. Frei habe ich es noch nicht, aber hört sich ja schon mal interessant an. Ja. Gut. Ist dann auch in der Kiste. So. Dann schaue ich, dass ich mir so ein Broncherry Aqua jetzt fange. Genau, das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Und bis dahin werden wir uns jetzt noch ein bisschen vorbereiten, ihr Lieben. Und gucken, dass wir hier vielleicht noch ein paar Technologien freischalten. Was das sein wird, erzählen wir uns dann euch dann natürlich auch in der nächsten Folge.
Hoffentlich seid ihr dann dabei. Und wenn es euch heute gefallen hat, dann zeigt es uns doch gerne mit einem Däumlein nach oben. Das wäre großartig. Das wäre großartig. Und bei mir in den angesagten Kanälen, da schaut ihr gerne mal vorbei. Da findet ihr auch den German Horror Guy. Guckt doch bei dem mal rein. Auch das wäre auch großartig. Das wäre auch großartig. Ja, dann danke, dass ihr heute dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Bis dann, das war großartig. Bye.